Gut, dann legen wir los. Die Energiekrise zeigt aktuell sehr, sehr deutlich, wie wichtig dass eine saubere und unabhängige Energieversorgung ist. Und dazu kann die Windenergie auch im Kanton Zürich einen Beitrag leisten. Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz zum Thema Windenergie. Ja, zum Einsteigen. Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer deutlicher spürbar. Wir haben mehrere Hitzesommer erlebt in der Schweiz. Wenn man ein bisschen ins Ausland geht, hat man schnell auch sehr gravierende Auswirkungen erlebt. Italien hat sehr, sehr grosse Trockenheit gehabt, sind teilweise ganze Flüsse ausgerechnet. Riesige Ausfälle in der landwirtschaftlichen Produktion. Wenn man ein bisschen weiter weg geht, Pakistan steht, glaube nach meinen Informationen jetzt noch grosse Teile vom Land unter Wasser. Das sind extrem gravierende Auswirkungen. Das sind nur zwei von ganz, ganz vielen Beispielen. Es ist immer deutlicher spürbar und leider ist das erst der Anfang. Die Lösung dazu tönt sehr einfach. Das ist Ausstieg aus den fossilen Energien. Und auf der anderen Seite haben wir aktuell die Thematik der Gasmangellage, die auch zu einer Strommangellage führen, die auch unsere Abhängigkeit zeigt von den fossilen Energien. Unsere Gesellschaft ist geradezu süchtig nach fossilen Energien. Wenn die Aussicht besteht, dass wir einen Mangel haben, dann betrifft uns das sehr direkt und sehr enorm. Und auch das zeigt, wenn wir es schaffen können, zum Wegkommen von den fossilen Energien, können wir da unsere Abhängigkeit reduzieren. Jetzt beide Probleme, also die Abhängigkeit, in dem Fall von russischem Gas, das Europa immer noch hat, sowie auch die Lösung für den Klimawandel bedingt Dekarbonisierung. Und Dekarbonisierung heisst genau, wir steigen um von den fossilen Energien auf erneuerbare Energien. Heisst vor allem, es braucht mehr Strom. Wenn wir Mobilität, Dieselautos und Benzinautos ersetzen durch Elektroautos, braucht das mehr Strom. Wenn wir Öl- und Gasheizungen ersetzen durch Wärmepumpen, dann braucht das mehr Strom und gerade darum ist die ganze Strategie Dekarbonisierung nur dann sinnvoll, wenn man es auch schafft, um die erneuerbaren Energien wirklich in substanziellem Ausmaß auszubauen. Also einfach nur ein bisschen Ausbau langt nicht, um die grossen Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu bewältigen. Jetzt habe ich vor der Sommerferien noch die Energiestrategie vorstellen, die neue Energiestrategie der Zürcher Regierung. Und dort haben wir einen grösseren Abriss gemacht, über wie wir uns die Stromzukunft und die Energiezukunft im Kanton Zürich vorstellen. Und was dabei wichtig ist, es ist ein Mix von verschiedenen Massnahmen und verschiedenen Technologien. Was nicht möglich ist, was wir nicht sehen, ist, dass es eine Wundertechnologie gibt, die uns alle Probleme löst, sondern es ist wichtig, dass wir eine Diversität haben. Also, um das nochmal rekapitulieren, das ist eine Folie, wo wir das ist eine Folie, die ich schon gezeigt habe vor der Sommerferien. Das ist, wie decken wir den Strombedarf in näherer Zukunft? Das muss nicht unbedingt 2050 sein, das kann auch schon 2040 sein. Also, was sind die Ansätze? Es liegt auf der Hand. Das grösste Potenzial, das ist der Solarstrom. Natürlich auch der Solarstrom im Alpenraum. Das betrifft uns jetzt im Kanton Zürich natürlich nicht so direkt. Es ist Windenergie, es ist Biomasse. Ganz ein wichtiger Teil, der immer vergessen geht, ist Energieeffizienz. Wir müssen die Energie, die wir haben, so effizient wie möglich nutzen. Da haben wir noch ein riesiges Potenzial, wie Energieeffizienz ist in der Wirtschaft. Nur in den Sektoren, die wirklich extrem viel Energie gebraucht haben, sehr zentral gewesen. Vielfach sonst ist Energieeffizienz einfach aufgrund davon, dass wir uns gewöhnt haben, an sehr, sehr günstige Energie, nicht so ein starkes Thema gewesen. Suffizienz ist natürlich ebenfalls eine Frage, also wo braucht man überhaupt wie viel. Dann wird Power-to-Gas eine Rolle spielen, das heisst die Speicherung von vor allem Solarstrom irgendeiner einer Form von Gas, sei das Wasserstoff oder Methan, wird man das speichern, damit man es im Winter wieder verstromen kann. Ebenfalls eine Möglichkeit ist Import von grünem Wasserstoff und am Schluss natürlich die Wasserkraft, der jetzige Pfeiler von unserer Energieerzeugung, der erneuerbaren Energieerzeugung im Inland. Das wird natürlich so bleiben. Wichtig ist zu wissen, die Wasserkraft können wir natürlich nicht mehr so stark ausbauen, einfach weil wir das Potenzial schon sehr, sehr gut nutzen in der Schweiz. Jetzt gibt es verschiedene Szenarien, wie wir zu dem kommen und wie wir jetzt aus dem Mix von Technologien und Massnahmen, die man darauf sieht, wie man jetzt aus dem eine Strategie macht. Ich habe im Energieplanungsbericht
Szenario von der Oxpo zeigen. Und das zeige ich auch jetzt nochmal, weil ich finde, das ist eines von denen, wo das eines von denen Rechnungen, von denen Szenarien, wo das sehr anschaulich zeigt. Das sieht folgendermaßen aus. Man sieht zuerst auf der linken Seite, das ist die Jahresbilanz von der Stromversorgung, wie sie könnte aussehen. Heute sieht man, ist das etwa ein Drittel Kernkraft, KKW und der Rest ist Wasser und schon ein bisschen Solar sieht man oben dran. Kernkraft fällt weg, der Strombedarf steigt, das ist die grösste Herausforderung. Was man jetzt sieht auf dieser Grafik ist, Solarenergie hat das grösste Potenzial zum ausgebaut werden. Das ist völlig offensichtlich. Es gibt aber noch verschiedenes weiter, wo man sieht, zwischen Solarenergie und Wasser hat es einen dunkelblauen Bereich, das wäre der Wind. Die Schwierigkeit von Solarenergie ist der Winter, das ist völlig klar. Und das sieht man rechts. Rechts sieht man den Zustand, wie es könnte sein, jetzt in dem Oxpo-Szenario im 2050. Da sieht man, Solar wird man im Sommer, sobald man Solarenergie ordentlich zubaut, wird man im Sommer schnell zu viel haben. Zu viel ist im Stromnetz eigentlich fast nie ein Problem, weil man kann das abregeln, theoretisch. Also technisch kann man das abregeln. Zu viel Strom ist nicht so wichtig. Außerdem kann man natürlich den Überschussstrom auch brauchen, um jetzt eben zum Beispiel den irgendwie versuchen zu speichern mit Wasserstoff. Kritisch, das ist jetzt da, wenn man schaut, Januar, Februar, November, Dezember, also der Winter, da haben wir tendenziell viel weniger Solarstrom. Wichtig ist, es gibt schon Solarstrom, also wir haben etwa 2 Terawattstunden, wo der Solarstrom beitragen kann im Winter. Aber es ist klar, die Sonne scheint natürlich im Sommer deutlich länger. Kommen wir zum Kanton Zürich. Kanton Zürich auf der linken Seite haben wir den jetzigen Zustand. Wir haben knapp 18% vom Strombedarf, den wir selber decken können. Das sind unsere Wasserkraftwerke, das sind alles Flusswasserkraftwerke, die hier einen Beitrag leisten, wie zum Beispiel das Kraftwerk Eglisau. 3% ist Solar, das ist jetzt 2020, mittlerweile ist es wahrscheinlich schon ein bisschen gestiegen. Dann haben wir ein bisschen Biomasse und noch ein bisschen Kehrichtverbrennungsanlagen. Der ganze Rest ist importiert. Das ist aber wichtig, das ist Kantonssicht. Also das dürfen wir jetzt nicht verwechseln mit der Schweizer Sicht. Weil andere Kantone wie Graubünden oder Glarus, die exportieren viel mehr Strom, als sie selber brauchen. Und darum in der Gesamtbilanz von der Schweiz importieren wir natürlich dann nicht so viel, sondern das ist jetzt die Bilanz vom Kanton Zürich. Was können wir im Kanton Zürich machen? Und wenn wir jetzt Potenzial anschauen im Kanton Zürich, wie viel das man könnte nutzen, dann sehen wir auf der rechten Seite, das ist jetzt einfach mal das Potenzial für 2050, dass man theoretisch im Kanton selber könnte mehr als 50%, mehr als die Hälfte vom Strom, den wir nutzen, das selber produzieren. Der grösste Anteil mit einem Drittel, das ist Solar. Solar darum, weil wir könnten auf den Dächern unserer Häuser ausbauen und dort hat es noch sehr, sehr viel freien Platz. Was man sieht, Wasser bleibt gleich gross. In dem Sinne, Wasserkraft können wir. Also es ist jetzt das, gab von 7 auf 6%, aber das liegt daran, dass der Stromverbrauch leicht ansteigt. Aber im Grundsatz gehen wir davon aus, dass wir Wasserkraft werden behalten. Wir behalten unsere Laufwasserkraftwerke. Aber wir haben kaum mehr Potenzial, um das weiter auszubauen. Das wird vielleicht in ganz einzelnen kleinen Fällen wird das noch möglich sein. Was man ebenfalls sieht, ist, Windenergie mit 7% kann da einen Teil leisten. Also wir haben das Potenzial für Wind im Kanton Zürich. Aber klar, Wind ist da nur ein Teil von verschiedenen. Darum ist das, was ich vorher gesagt habe. Also ein erneuerbares Energiesystem setzt sich zusammen aus verschiedenen Energieträgern. Gut, kommen wir zum Wind. Um das, was heute geht. Die Windenergie ist in der Schweiz, das muss ich wahrscheinlich nicht näher ausführen, noch sehr wenig verbreitet. Wenn man das vergleicht mit dem Umland, haben eigentlich alle umliegenden Länder signifikant mehr Wind. Der Wind ist im Moment, hat ein Schattendasein in der Schweiz, das muss aber nicht unbedingt so bleiben. Wind hat eine ganz nützliche Eigenschaft für unser Energieproblem, das wir im Moment haben. Das ist Winterstrom. Die grösste Herausforderung für die Energiewende in der Schweiz ist, dass wir es schaffen, im Winter genug Energie zu erzeugen. Und da ist Wind besonders spannend, weil Wind erzeugt 2/3 vom Gesamtertrag im Winter. Das sieht man da drauf. Da sieht man unten dran Monate und wie viel Prozent von der Gesamtproduktion wann anfällt. Und da sieht man, Juni, Juli, August, also im Sommer, hat man am wenigsten Energie. Und im Dezember und im Januar hat man am meisten Energie. Und das ist natürlich genau das, was man braucht. Weil bei der Solarenergie sieht es genau andersrum aus. Dort haben wir im
Juni, Juli am meisten und im Januar, Dezember am wenigsten. Das ergänzt sich also perfekt. Und im Winter brauchen wir natürlich auch mehr Strom aufgrund der Wärmepumpen, die natürlich im Winter laufen und nicht im Sommer. Und auch das ergänzt sich perfekt. Wenn man also anschaut, so Wind und Photovoltaik ist jetzt aus einer saisonalen Sicht ein ganz optimales Team. Gut, so, und jetzt aber zum Konkreten, weil jetzt geht es um Planung von Windenergie im Kanton Zürich. Zuerst zum Auftrag. Das Energiegesetz vom Bund gibt allen Kantonen den Auftrag, um im Richtplan geeignete Gebiete auszuscheiden für Wind- und Wasserkraft. Und was ich Ihnen heute vorstelle, ist ein erster Teil dieser Ausscheidung für die Windkraft im kantonalen Richtplan vom Kanton Zürich. Grundsätzlich gehen wir so vor, das muss ich jetzt geschwind erklären, wie man das auf dieser Folie sieht. Als erstes schauen wir mal, wo ist das Potenzial? Also wo windet es überhaupt? Das sieht man ganz links. Auf dieser Karte. Das ist so eine Farbkodierung, also dort, wo es dunkel ist, windet es fest und dort, wo es hell ist, windet es nicht so fest. Dann definieren wir verschiedene Ausschlussgebiete. Es gibt ganz viele Gebiete, zu denen komme ich jetzt einzeln, wo man keine Windanlagen kann bauen oder wo man keine Windanlagen darf bauen. Dann bleiben noch gewisse Gebiete übrig und die nennen wir Potenzialgebiete. Und diese Potenzialgebiete sind die fachliche Grundlage, um nachher Gebiete auszuscheiden im Richtplan, wo man sagt, das sind jetzt die einzelnen Windgebiete, wo dann in dem Sinn nachher können auf Basis von dem Richtplaneintrag Windanlagen realisiert werden. Genau, also wir fangen an. Mit dem das sind jetzt, wenn man das in gross anschaut, das sind die Windressourcen, das sind Berechnungen. Das sind sogenannte CFD-Berechnungen, Computational Fluid Dynamics, also das tut man simulieren. Mit dem ganzen Gebirge natürlich unter Berücksichtigung und einem engen Raster, wo man simuliert, wie hoch sind die Windgeschwindigkeiten bei dem Wetter, das wir normalerweise haben. Da muss man natürlich auch noch berücksichtigen, was hat links und rechts. Das ist ja nicht nur der Kanton Zürich, der das alleine macht. Und was jetzt da wichtig ist, das ist nicht die Windgeschwindigkeit, wie wir sie erleben, sondern das ist die Windgeschwindigkeit 100 Meter über dem Boden. Weil je weiter weg vom Boden, desto höher wird die Windgeschwindigkeit. Man kann sich das ganz einfach vorstellen, mit Gebäuden und Bäumen und was es alles am Untergrund hat und Hügel und so weiter, das sind natürlich alles Hemmnisse für den Wind. Darum windet es am Boden weniger stark und je weiter auf in die Höhe, dass man geht, desto mehr windet es. Also das zeigt jetzt das Potenzial und das ist jetzt unsere Ausgangslage, unsere Karte vom Kanton Zürich und jetzt schauen wir, was fällt wo weg. Gut, wir kommen als erstes zum Lärm. Windanlagen erzeugen Geräusch. Gewisse sagen es Lärm, andere sagen, das ist Geräusch. Und die Lärmschutzverordnung gibt uns gewisse Einschränkungen, wo dass man Windanlagen kann bauen kann. Das heisst, wir haben eine Distanz, die wir einhalten zu bewohnten Gebäuden. Je nach Empfindlichkeitsstufen akustisch von der Zonierung sind das 300, 500 oder 700 Meter. Und das haben wir hier eingetragen. Das heisst, was man jetzt sieht, alles in Grau fällt weg. Also ich gehe nochmal zurück, das ist das Potenzial. Zack, jetzt fällt schon mal sehr viel weg. Logisch, wir können nicht mitten in einem Siedlungsgebiet, mitten in der Stadt Zürich, ein Windkraftwerk bauen. Ich glaube, das ist sehr, sehr naheliegend. Gut, jetzt haben wir den Lärm. Jetzt kommt Flug. Flugverkehr, Flüger und Windkraftwerke vertragen sich sehr schlecht. Darum gibt es da Einschränkungen auf der Flugroute. Wenn man das anschaut, da sieht man die eine oder andere Abflugroute, den Südanflug. Ein ganz grosser Teil vom Unterland ist darum fällt weg. Und wir haben das Potenzial weiter reduziert. Also man sieht jetzt nochmal im Vergleich zu vorher, da hat es vorher im Unterland hat's da durchaus interessante Potenzial, aber aufgrund von der Einschränkungen wegen Flugverkehr, zack, fällt das weg. Wir gehen weiter zu den Infrastrukturen. Wir haben Waffenschiessplätze, Wetterradar, Bahnlinien, Kantonsstraßen, Hochspannungsleitungen, wo auch eine gewisse Einschränkung geben. Das ist das, was wir da drauf sehen. Das fällt weg. Die Straßen sind, denke ich, da sehr, sehr nachvollziehbar. Was vielleicht erstaunt, das sind die zwei runden Böppels, die es da hat, die runden grossen Flecken. Der links unten, das ist der Wetterradar am Albis.
Das habe ich auch nicht gewusst. Erst gerade dazu gelernt, dass die Wetterradar werden stark gestört durch Windanlagen. Die sind aber sehr wichtig für Meteo Schweiz. Und darum ist das dort ein Ausschlussgrund, um dort ein Windkraftwerk zu bauen, was sehr schade ist. Der Teil oben, den man sieht, ist Schaffhausen. Das ist ebenfalls ein Wetterradar, das jetzt ein Ausschlussgrund ist. Dann gehen wir weiter zu der. Genau, also jetzt, das ist. Jetzt sehen wir, sind noch mehr weg. Gehen wir weiter zu der Fauna. Das sind Zugvogelreservate. Ich komme dann nachher noch zu den Vögeln. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Auch ein Gebiet, Amphibienleichgebiet, Laichgebiet und so weiter. Was man hier sieht, im Nordwesten des Kantons, der grössere Fleck dort, das ist das Neracher Ried. Was man ebenfalls sieht, das ist der Greifensee. Was man ebenfalls sieht, ist das Thurauengebiet und der Pfäffikersee. Das sind Gebiete, die man ausschliessen. Zack, jetzt sind wir. Nächster Schritt. Jetzt kommen wir zu den Flora-Pflanzen. Das sind Moorlandschaften, die sind national geschützt in der Verfassung. Deckt sich natürlich zu einem grossen Teil mit der Fauna von vorher. Das ist folgendermaßen auch das. Ich gehe jetzt relativ zackig durch. Zack, geht weg. Dann kommen wir zu der Landschaft und Kultur. Landschaft und Kultur, verschiedene Landschaftsschutzobjekte, nicht zu verwechseln mit BLN. BLN sind viel grossflächiger, unsere Landschaftsschutzobjekte sind eher kleiner. Da verschiedene Elemente, die da weggehen, aber man sieht jetzt auch, verschiedene Elemente, die weggehen, sind eigentlich vorher schon weg. Also da kommt jetzt nicht mehr so viel weg. Dann ebenfalls Gewässer. Wir wollen keine Windkraftanlagen mitten irgendwo in einem See hineinbauen. Ich denke, das wird nicht überraschend sein. Oder bei einem Fluss braucht es natürlich auch noch eine gewisse Distanz, dass das nachher gut funktioniert. Dann sind also auch noch Gewässer weg. So, jetzt haben wir alle Ausschlussgründe durch. Noch ein Wort zu den Gewässern. Was bei den Gewässern natürlich vor allem gut ist, wenn man dort eine gewisse Distanz hat. In den Gewässern, vor allem in den stehenden Gewässern, hat es sehr viele Vögel. Und mit Vögeln gibt es gewisse Konflikte, da komme ich nachher noch dazu. Gut, jetzt haben wir hier unsere Karte, wie sie fertig ist. Jetzt brauchen wir als nächstes noch die Windverhältnisse. Weil nicht überall da, wo es jetzt noch etwas übrig hat, windet es auch wirklich genug, damit es sich lohnt. Das heisst, wir tun alle Standorte, die eine Windgeschwindigkeit haben, kleiner als 4,5 Meter pro Sekunde. Das sind die Standorte hier in Rot. Die tun wir auch noch mal weg. Und das ist das, was übrig bleibt. Das sieht nach sehr wenig aus, aber es sind doch einige Standorte, die da noch sind. Was wir jetzt noch machen, ist, wir nehmen Flächen, die wie klar schlecht erschliessbar sind. Oder wo die Restfläche zu klein ist, dass wir dort überhaupt das Kraftwerk bauen können. Die tun wir auch noch raus. Das sind weitere Ausschlussgründe. Genau. Und somit sind wir da beim Resultat der jetzigen Arbeiten. Wir haben das Resultat von 46 Potenzialgebiet oder jetzt sagen wir mal potenzielle Potenzialgebiet, weil sie sind noch nicht in dem Sinn ganz festgelegt. Das hat Platz, wenn man das ausrechnet, für rund 120 grosse Windanlagen im Kanton Zürich. Die 120 grossen Windanlagen, die können als Potenzial 800 Gigawattstunden erneuerbaren, inländischen, einheimischen Strom produzieren im Kanton Zürich. Und 800 Gigawattstunden Strom pro Jahr, das entspricht 8% vom gesamten Bedarf. Das ist also sehr viel. Und dass man das noch ein bisschen illustrieren kann, wie viel 800 Gigawattstunden sind. Mit 800 Gigawattstunden Strom kann man potenziell 170'000 Haushalte versorgen. Was noch wichtig ist, wir rechnen jetzt einfach die Gesamtstrommenge aus. Natürlich versorgt nicht das Windkraftwerk einen einzelnen Haushalt, sondern es geht einfach ein Teil, ist ein Beitrag ins Stromnetz von der Schweiz und in eine sichere Energieversorgung von der Schweiz, die man hier leisten kann. Aber die Bilanz ist für 170'000 Haushalte. Und das ist doch überraschend, wenn man doch immer hört, das Potenzial eigentlich ganz klein ist im Kanton Zürich. Also wir sehen, das Potenzial ist nicht so gross wie das Wasserkraftpotenzial in den Bergkantonen, das schon zu einem grossen Teil erschöpft ist. Aber das Potenzial für Wind ist da, um 170'000 Haushalte zu versorgen. Und das ist doch sehr beträchtlich. Gut, mit was für Anlagen haben wir das jetzt gerechnet? Wir machen im jetzigen Zeitpunkt machen wir noch keine konkreten Überlegungen zu, was für konkrete Windanlagen das denn da stehen könnten.
Aber ich will euch mal zeigen, von was wir ausgehen, was man nutzen kann. Es sieht ungefähr folgendermaßen aus. Wir nutzen eher grosse Windanlagen, da komme ich nachher noch dazu. Auf einem einfachen Gelände, wo es viel Platz hat, sind das eher 5,5 Megawatt Anlagen. Man sieht, das sind relativ gross. Die haben einen Rotordurchmesser von 160 Meter. Dort, wo es schwieriger ist, um es zu platzieren, dort haben wir kleine Anlagen verwendet von 2,5 Megawatt. Also dort ist dann der Rotordurchmesser 110 Meter und die Nabelhöhe auch ungefähr 110 Meter. Gut, also jetzt sind wir da zurück. Das ist der Planungsstand jetzt. Jetzt haben wir die Potenzialgebiete. Als nächsten Schritt machen wir jetzt aus diesen Potenzialgebieten Eignungsgebiet im kantonalen Richtplan. Und das ist jetzt ein spezielles Vorgehen, weil wir haben, normalerweise zeigen wir dann gerade schon das definitive Resultat, wo wir sagen, da ist jetzt unsere Richtplanvorlage und die überweisen wir jetzt, die bringen wir jetzt in die öffentliche Anhörung. Da haben wir noch einen Zwischenschritt eingeschaltet. Wir haben am 4. Oktober, also in dieser Woche, haben wir einen Winddialog veranstaltet mit den Gemeinden. Es sind etwa 70 Personen von der Gemeinde teilgenommen. Man hatte rege Diskussionen. Es war eine sehr positive, wohlwollende Stimmung. Wir haben ebenfalls schon einen Austausch gemacht mit den Naturverbänden und auch einen Austausch mit den Energieversorgern, um uns vorgängig schon austauschen. Und was wir jetzt machen, wir starten die öffentliche Diskussion, noch bevor wir mit dem definitiven Richtplangebiet kommen. Wir wollen das jetzt vorgängig schon diskutieren, die Diskussion mit den Gemeinden noch weiterführen, weitere Winddialoge veranstalten mit der Gemeinde, weiteren Austausch suchen mit allen Beteiligten, Betroffenen. Und parallel starten wir mit der Ämtervernehmlassung. Das heisst, das ist das, was normalerweise nur ganz intern läuft. Wir machen es aber jetzt schon öffentlich. Einfach darum, weil wir jetzt schon so ein grosses Interesse haben, haben wir gedacht, das ist sinnvoll, um das jetzt schon öffentlich zu machen. Das heisst, wir wollen jetzt damit auch Diskussion starten, die öffentliche Diskussion. Gut, wie geht es jetzt weiter? Also jetzt starten wir mit der Ämterkonsultation. Man sieht, das ist dann noch ein weiter Weg. Man sieht, wie das da sich entwickelt. Zuerst braucht es Grundlagenstudie, die haben wir gemacht. Es gibt Verbandsgespräche, die haben wir gemacht. Gemeindegespräche, die haben wir gemacht. Jetzt sind wir bei der Ämterkonsultation dort in der Mitte. Es gibt jetzt natürlich weitere Gespräche. Nachher kommt die öffentliche Auflage. Dann sind wir im Richtplanverfahren drin. Dann ist der lange Prozess, es geht in die Kantonsratskommission, es gibt einen Beschluss vom Kantonsrat. Und dann ist der Richtplan, nachdem er dann genehmigt ist vom Bundesrat, ist er fix. Und dann geht es in die Nutzungsplanung. Also dann ist noch kein einziges Windrad gebaut, sondern dann gibt es zuerst Nutzungsplanung für das Windrad und am Schluss dann noch Baubewilligung. Man sieht, es ist noch ein weiter Weg, aber was man sieht auf der Zeitachse, unser Ziel ist mit dem Verfahren, dass man bis im 2030 schon die ersten Anlagen kann realisieren. Jetzt braucht es, in diesem ganzen Prozess braucht es viele Interessenabwägungen. Wir sind uns Interessenabwägungen gewöhnt in der Baudirektion und auch sonst vor allem in der Raumplanung, weil unser Kanton ist schon dicht besiedelt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Interessen, da muss man unter unterschiedliche Interessen abwägen. Ich möchte jetzt schnell erläutern, wie das ungefähr abläuft. Interessenabwägungen im Grundsatz. Zuerst tut man Interessen ermitteln. Was gibt es für Interessen? Sagt das jetzt eben Interessen für Windenergienutzung, liegt jetzt in dem Fall auf der Hand. Naturschutz, Landschaftsschutz, Lärmemissionen und so weiter. Das sind unterschiedliche Interessen. Und jetzt tut man das im konkreten Fall, die Interessen bewerten. Man tut abwägen, man tut das Projekt optimieren. Man schaut, kann die eine Beeinträchtigung noch verbessert werden? Lässt sich die Beeinträchtigung verringern? Und nachher, wenn man das bewertet hat, und abgewogen hat und optimiert, wenn man sich gefunden hat, dann tut man entscheiden, wie machen wir es. Das Ganze wird dokumentiert. Und das ist jetzt die fachliche Grundlage. Auf dieser fachlichen Grundlage kann die Politik entscheiden. Dann noch ein anderes Bild, wie wir von diesem Potenzial dann konkret zum Standort kommen. Wir haben jetzt Potenzialgebiete, das sind die 46, die ich gezeigt habe. Aus denen werden jetzt Eignungsgebiete und aus den Eignungsgebieten werden dann Standorte. Das ist wie ein Trichter, der in dem Sinn immer enger wird. Wir haben jetzt zuerst mal Grundlagenstudien gemacht. Es wird Bewertungen geben durch Fachstellen. Durch das wird vielleicht noch der eine oder andere Standort noch wegfliegen, wie man sieht, der ist ungeeignet aus dem und dem Grund. Oder dort gibt es irgendeine Zugvogelroute, die wichtig ist. Dann nimmt man dort einen oder anderen Standort noch raus. Es gibt Abwägungen und am Schluss gibt es eine Entscheidung. Und die Entscheidung ist mehrstufig. Zuerst entscheidet der
Regierungsrat, was er dem Kantonsrat beantragt, und am Schluss wird dann der Kantonsrat das festsetzen. Gut, jetzt kommen wir zu den Bewilligungsverfahren. Bewilligungsverfahren in der Schweiz, das ist ein gut bekanntes Thema, sind langwierig und kompliziert. Und es gibt die Fälle, die man ja dann in den Medien sieht, wo Windenergieanlage in der Schweiz bis zu 15 Jahren in der Mühle war, sage ich jetzt einmal, also im Prozess juristisch vor Gericht und wieder zurück, bis es am Schluss zu einem definitiven Entscheid gekommen ist. Und ich glaube, es sind sich alle einig, also die heutigen Bewilligungsverfahren, wie es heute abläuft, sind für die Energiewende untauglich. Ich habe darum einen Auftrag erteilt, als Amt für Raumentwicklung, um eine neue Vorlage zu erarbeiten. Das wird mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Änderung sein vom Planungs- und Baugesetz und eine Änderung vom Energiegesetz im Kanton Zürich. Und was mir jetzt da wichtig ist, in dieser aktuellen Diskussion, ist, das wird jetzt ja gerade auf nationaler Ebene, im National- und Ständerat, ganz viel diskutiert über die Verfahren. Aber was mir wichtig ist, wir behalten unsere rechtsstaatlichen Grundsätze auf jeden Fall bei. Das steht nicht zur Diskussion. Und das ist auch das, was ich stark kritisiere, an dem, was jetzt aktuell auf Bundesebene läuft. Und man sagt, man lässt jetzt einfach Baubewilligung weg oder man sollte jetzt einfach so bauen. Unsere rechtsstaatlichen Grundsätze sind extrem zentral, für das unser Land gut funktioniert. Und die basieren auf einer Gewaltenteilung, wo die Regierung eine Rolle hat, wo das Parlament eine Rolle hat und wo die Gerichte eine Rolle haben. Und wenn man da anfängt zu vermischen und zu sagen, jetzt stürmen wir alles zum Parlament aus, glaube ich nicht, dass das gut kommt. Und ich glaube nicht, dass das eine erstrebenswerte Entwicklung ist. Darum klar, für die Beschleunigungsvorlage, die ich hier vorsehe, werden wir alle rechtsstaatlichen Grundsätze einhalten. Also das Problem ist nicht, dass es Gerichtsverfahren gibt. Das Problem ist nicht, dass man eine Entscheidung trifft. Sondern das Problem ist, dass die, bis man zu so einer Entscheidung kommt, ja oder nein, geht es so lange, dass man in gewissen Fällen nicht einmal anfängt. Das ist das Grundproblem. Darum, was ich will nicht primär alles anders machen, ich will es primär schneller machen. Darum schwebt mir vor, ein kantonales Verfahren. Wie gesagt, wir sind ganz am Anfang. Es ist, normalerweise tut man ja das noch nicht kommunizieren, wenn ich nur einen Auftrag gebe, um ein Gesetz zu erarbeiten. Aber weil das sehr, sehr relevant ist, um auch die Vorlage vom kantonalen Richtplan einzuordnen, gebe ich das gleich jetzt schon bekannt. Das ist darum Details. Sie müssen mich keine Details fragen, weil wir wissen es schlichtweg noch nicht. Wir fangen mit den Arbeiten erst an. Aber es schreibt man vor, ein kantonales Verfahren. Aktuell ist es so, man macht zuerst Nutzungsplanung und dann Baubewilligung. Das heisst, Sie können zweimal den vollen Instanzenzug durchfechten. Es gibt dann noch Baurekursgericht, Verwaltungsgericht, Bundesgericht. Das können Sie zweimal machen. Und dann gibt es je nachdem, wenn Sie noch weitere Bewilligungen brauchen, dort noch mehr entsprechende Verfahren. Und das Ziel ist, dass man das konzentriert in einem Kantonalverfahren, damit es viel schneller geht. Ebenfalls, wenn wir schon an einer Gesetzesvorlage schon am Überlegen sind, werden wir dabei auch die ganze Frage vom Windzins prüfen. Die ist jetzt auch schon im Winddialog schon aufgekommen. Windzins, von der Idee her, ähnlich wie ein Wasserzins. Beim Wasserzins kommen je nach Regelung Gemeinden oder der Kanton Geld über von dieser Institution, von dieser Firma, vom Energieversorger, der das entsprechende Kraftwerk betreibt. Das gleiche Modell kann man natürlich auch bei Wind machen. Selbstverständlich wird der Windzins nicht derart hoch sein wie der Wasserzins, weil der Wasserzins ist in der Vergangenheit eigentlich ein Grund gewesen, dass man nicht investiert hat, weil es einfach so hoch war. Es war ein Investitionshemmnis gewesen. Das sollte beim Windzins nicht der Fall sein. Als Beispiel, das wird heute schon gemacht. Also die EKZ plant einen Windstandort in Thundorf. Thundorf, das ist in Thurgau. Dort ist ein Windstandort geplant mit acht Anlagen. Und sie haben dort schon freiwillig, also ohne irgendeine gesetzliche Grundlage, den Gemeinden schon angeboten, dass sie eine gewisse Beteiligung haben am Umsatz, also dass sie in dem Sinne auf freiwilliger Basis den Gemeinden einen Windzins zahlen. Ich finde das sehr gut, ich begrüße das sehr, weil die Gemeinde kann durch das auch noch finanziell profitieren von dieser Anlage und ich finde das sinnvoll. Vor allem aber auch nicht nur für die Standortgemeinde. Weil das ist natürlich immer das Problem. Unsere Gemeinden sind relativ klein, wenn man irgendwo ein Windkraftwerk baut. Die das am meisten sehen, wohnen vielleicht gar nicht in der Gemeinde, wo es eigentlich drauf steht. Darum hat jetzt dort die EKZ gesagt, sie machen das breiter. Ich finde das sehr gut. Wir prüfen jetzt, ob wir so etwas aufnehmen, die Vorlage, oder nicht. Je nachdem kann man sagen, es ist gar nicht nötig, wenn das die Elektrizitätsversorger von alleine machen. Vielleicht macht man aber auch eine Vorgabe zu Windzins. Gut.
Also nochmal vom Ablauf, wie das dann ungefähr aussieht. Jetzt kommt zuerst die Richtplanung. Also zuerst noch die Diskussion, dann kommt die Richtplanung. Wir wissen noch nicht, wann sie genau fertig ist, aber das ist irgendwann zwischen Frühling und Sommer vom nächsten Jahr der Fall. Dann gehen wir in die öffentliche Auflage und dann nimmt es den normalen Verlauf von einer Richtplan-Teilrevision. Und dann, wir haben jetzt mal gesagt, 2026, wenn dann die Richtplanrevision in Kraft ist, hoffentlich, das haben wir natürlich nicht restlos unter Kontrolle, das weiß man nie, wie lange das geht im Kantonsrat, dann kann dann Nutzungsplanung und Baubewilligung starten, je nachdem, wenn man dann schon so weit ist mit der Gesetzesänderung, auch nach dem neuen Verfahren. Gut, jetzt möchte ich noch ein paar Sachen sagen zu Windenergie im Allgemeinen, weil mir ist es wichtig, dass wenn man jetzt die Diskussion führt um Windenergie, dass man eine faktenbasierte Diskussion führen. Wir müssen eine faktenbasierte Diskussion führen, was wollen wir nicht, weil sonst wird es total schwierig, um überhaupt zu einem Entscheid kommen, weil Windenergie, und das kennen Sie alle, da kämpft teilweise mit extrem grossen, ja, sage ich, Vorbehalt, Vorurteil. Ich möchte anfangen mit dem Vogelschlag. Ich denke, das ist das, was fast am häufigsten kommt, wo man sagt, Windenergie, das ist ganz gefährlich für die Vögel und darum darf man das nicht machen. Es ist klar, ja, Vogelschlag ist bei Windenergie ein Thema. Es gibt tote Vögel, die in dem Sinne mit Wind, mit den Rotoren der Windkraftwerke kollidieren. Darum ist es wichtig, es ist eine Frage vom Standort. Also, wo kommt das Windkraftwerk her? Ich habe vorher schon gesagt, selbstverständlich ist Neerach-Ried als Zugvogelreservat ist ausgenommen. Dort bauen wir kein Windkraftwerk. Dort hat es sehr viele Vögel und auch seltene Vögel, das wäre sicher nicht gut. Und wir müssen auch bei der Planung die Zugvogelroute beachten. Ich bin diesbezüglich auch in Kontakt mit den Umweltverbänden. Wir haben jetzt auch schon auf institutioneller Ebene Kontakt gehabt mit den Umweltverbänden. Und da sagt selbst BirdLife, als die Vogelschutzorganisation, sagt kein kategorisches Nein zu Windkraft. Sie sagen, wir müssen die einzelnen Fälle anschauen, wir müssen schauen, wo und wie viel. Und jetzt, um es noch ein bisschen einschätzen, sind mir Zahlen wichtig. Kennen Sie vielleicht von mir, ich sehr gerne Zahlen, damit man es in einen Kontext setzen kann. Und dann sieht eben die ganze Frage vom Vogelschlag einfach ganz anders aus. Und das sind die Zahlen, die wir haben. Also wie viele Vögel werden ungefähr getötet in der Schweiz? Wir haben ganz oberst Hauskatzen. Hauskatzen fressen unglaublich viele Vögel. Darum, man muss sagen, das sind jetzt natürlich die Zahlen, das ist Pi mal Daumen. Also wir haben die Zahlen nicht selber abgeschätzt, das sind teilweise auch Zahlen vom Bund. Sie sehen aber überall ungefähr ähnlich aus. Wir haben natürlich nicht jeden einzelnen Vogel erfasst, der von einer Katze gefressen wird. Aber sagen wir mal, 30 Millionen Vögel ist jetzt nach deren Abschätzung werden von Katzen gefressen. 5 Millionen Vögel kollidieren mit Glasfassaden. Da sind wir im Moment auch im parlamentarischen Prozess, an einer parlamentarischen Initiative am Beraten, wo diese Frage anschaut. Sie kennen die Vogelsilhouetten, die man dann jeweils auf Glasfassaden klebt. Die nützt übrigens nichts. Das aber nur eine Nebenbemerkung. Also 5 Millionen Vögel kollidieren, weil sie meinen, sie können noch einmal durchfliegen, kollidieren mit Glas. Und in der Regel ist so eine Kollision tödlich, weil die fliegen halt dann gleich zu schnell für das. 1 Million Verkehr. Vor allem an den Autobahnen und so, gerade wenn dort Vögel tief fliegen, oder? Das gibt sehr viele Kollisionen. Und Windkraftanlagen, da gibt es eine Studie aus einer Windanlage im Kanton Jura, etwa 800. Startrate jetzt 820. Also man sieht, das ist ein Faktor 1000 drunter, oder? Also wir haben jetzt auf dieser Grafik immer noch, es hat immer noch einen Strich, aber eigentlich jetzt keinen Strich, weil es ist derart wenig. Jetzt sagen wir, ja gut, in der Schweiz hat es ja ganz wenig Windkraftwerke, Sie können die gleiche Statistik in Deutschland anschauen. Vom Bundesamt für Wirtschaft und Klimaschutz. Sie haben auch ganz eine interessante Grafik in diesem Bereich. Sieht genau gleich aus. Also einfach, dass man die Zahlen anschaut, von den Zahlen her, ist nicht Windkraft Vogelkiller Nummer 1. Natürlich muss man da noch sagen, es kommt darauf an, was für Vogelarten. Also Hauskatzen, die fressen keine grossen Raubvögel. Das ist klar. Das gibt eine gewisse... Das muss man noch differenzieren, aber das gibt einfach ungefähr ein Bild von wie gravierend ist welcher Einschnitt für die Natur, für die Vögel. Und es ist wichtig, dass man das in einen Kontext setzen kann. Wenn man jetzt also sagt, Windanlagen sind besonders gefährlich für Vögel, dann muss man sagen, im Rahmen von dem Kontext muss man sagen, ist das schlichtweg falsch, respektive einfach übertrieben im Kontext macht es. Ergibt es keinen Sinn. Zweitens ist die Lautstärke, das wird natürlich immer wieder gesagt. Das ist klar, Windanlagen erzeugen Geräusche. Das ist...
Das sieht man hier drauf. Das ist so eine Dezibel-Anzeige, wo, wenn man von ganz außen kommt, das ist 110 Dezibel, ist der Presslufthammer. 90 Dezibel ist jetzt der Verkehr. Das ist aber immer sehr nah. Und wenn man eine Windkraftanlage anschaut, von 200 Meter Distanz, dann uns voll windet, dann hat man etwa 50 Dezibel. Also man sieht, das ist so ein bisschen im Bereich von einer Unterhaltung. Und das ist auch durch das, dass wir dann die 300 Meter Mindestabstand haben, heisst das bei den Wohngebäuden, dass wir da auch keine grossen Lärmemissionen haben. Und ist übrigens auch nicht im geringsten vergleichbar mit einer Autobahn oder mit einer stark befahrenen Strasse. Auch wenn es dann natürlich immer darauf ankommt, wie nahe man dann wirklich ist. Was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, wenn man ein Windkraftwerk hat und es ist windstill, dann macht das gar keinen Lärm. Ist jetzt nicht überraschend, oder? Aber wenn es windstill ist, hört man natürlich den Lärm am besten. Wenn es sehr stark windet, dann hat man der Wind macht alleine schon Geräusch. Und das macht es eigentlich, dass am Schluss das Windkraftwerk als weniger laut empfunden wird, als wenn das jetzt würde voll laufen bei Windstille. Also das gibt einfach einen anderen Kontext. Als Beispiel, ich bin diesen Sommer in Haldenstein gewesen, Graubünden. Das ist das Windkraftwerk, das Einzelne, das man sieht, wenn man mit dem Zug auf Chur fährt, also kurz vor Chur, zwischen Landschaft und Landquart und Chur, ist das. Das ist betrieben von Galanda Wind. Ich bin das anschauen, das ist dort auch gelaufen und man kann sich also problemlos unterhalb von diesem Windkraftwerk unterhalten, während das dreht. Also das wird aus meiner Sicht in vielen Bereichen auch einfach überschätzt, der Teil mit dem Lärm. Gut, jetzt komme ich noch zu der Größe. Größe ist bei Windkraft sehr, sehr eine zentrale Frage. Vielleicht zuerst ganz im Allgemeinen. Die Leistung steigt überproportional mit der Höhe und das hat zwei Gründe. Also vielleicht zuerst, ich gehe nochmal zurück, dann kann ich. Zuerst allgemein. Wenn Sie jetzt ein Windkraftwerk haben, das hat zum Beispiel 108 Meter Höhe, das hat 2,4 Megawatt. Wenn man das jetzt 30% höher baut und der Rotor durch das grösser wird, dann hat es 140 Meter Höhe, hat es 5,5 Megawatt. Das heisst, wir haben 30% höheres Windkraftwerk, hat aber 2,3 mal so viel Leistung. Und das ist, das auf der nächsten Folie, das ist jetzt der Grund dafür. Der Grund ist, je weiter oben das man ist, desto höher sind die Windgeschwindigkeiten. Das ist der erste wichtige Punkt. Also wenn man jetzt da auf 150 Meter ist, dann haben wir jetzt auf dieser Grafik schon mehr als 5 Meter pro Sekunde. Und wenn man nur auf 50 Meter ist, dann hat man jetzt da deutlich weniger wie mehr 4, wo sich überhaupt nicht würde lohnen. Und der zweite Faktor ist die Fläche vom Rotor. Wenn man den Radius vom Rotor kann verdoppeln, dann ist es eine Vervierfachung von der Fläche und darum kann man dort viel mehr Windfläche in dem Sinn aufnehmen. Darum habe ich jetzt da einen Vergleich von zwei Anlagen. Einfach, das sind zwei reale Anlagen, aber einfach, dass man es von der Größe her sich ein bisschen vorstellen kann. Wir haben ein Beispiel von zwei grossen Anlagen mit 5,5 Megawatt, die gesamthaft 18 Gigawattstunden generieren. Und wir haben 5 so mittelgrosse Anlagen mit 2,35 Megawatt. Und man sieht, die mittelgrosse Anlage ist eben, das ist jetzt die 108 Meter und die grosse Anlage ist 140 Meter. Und das möchte ich zeigen anhand von einem Vergleich, wie das aussieht. Also das wäre, sieht man es auf dem Bild. Ja, Sie sehen sich, wie gut dass sie sich integriert in die Landschaft. Nein, man sieht es auf dem Bild, vielleicht haben Sie auch einen Ausdruck, das sind jetzt 5 Windkraftwerke und das sind 2. Und die 2 produzieren mehr Strom als die 5. Das geht nochmal hin und her. Haben wir die 2 grössere Windkraftwerke, 5 mittelgrosse Windkraftwerke. Und unser Grundsatz jetzt ist, wir wollen lieber 2 grosse als 5 kleine. Erstens, weil sie brauchen nachher auch weniger Land, weniger Eingriff. Ich finde, sie passen auch besser in die Landschaft, als wenn man lieber wenige grosse als viele kleine. Das ist jetzt meine persönliche Präferenz, oder? Weil Landschaftsschutz ist etwas Subjektives auch. Also meine persönliche Präferenz, lieber 2 etwas grössere als 5 kleine. Sie erzeugen jetzt in dem Fall mehr Energie. Und der grosse Vorteil jetzt ist auch, je grösser das sie sind, desto langsamer laufen sie. Also ein grosses Windkraftwerk sieht man zwar gut, aber es läuft viel ruhiger, es läuft langsamer und sie wirken durch das ruhiger. Und das ist sehr zentral. Gut, ich komme noch zu einem Beispiel, das ich schon erwähnt habe. Das ist das Beispiel Haldenstein, Graubünden, betrieben von Galanda Wind. Das ist eines der früheren Windkraftwerke. Das ist also ein älterer Bautyp. Man sieht, das sind 3 Megawatt. Vorher gesagt, die heutigen sind eher 6 Megawatt, also schon doppelt so viel Leistung. Das ist 2012 gebaut worden und versorgt 1000 Haushalte. Ein Windkraftwerk, 1000 Haushalte.
Wenn man jetzt ein modernes Windkraftwerk da wird herstellen, so wie es heutige Stand der Technik ist, dann wären es 2000 Haushalte. Also eine so eine Anlage produziert Strom für 2000 Haushalte. Also man kann sagen, je nachdem wie gross die Haushaltsgröße ist, sagt man, so ein Windkraftwerk versorgt das ganze Dorf mit 4500 Einwohnern. Was man da auch sieht, integriert sich gut, respektive da wird das landschaftlich wahrscheinlich niemand stören. Es steht neben der Bahnlinie, der Autobahn und dem Hochspannungsmast. Also es kommt ganz offensichtlich auch ein bisschen darauf an, wo dass man die Anlage baut. Was man da jetzt nicht sieht, ist, also es ist nur eine einzige Anlage. Wir wollen grundsätzlich lieber mehrere Anlagen an einem Ort. Möglichst wenig, nur so ganz einzelne, sondern lieber dann gerade zwei, drei zusammen, wenn schon. Sie werden dann da auch noch ein weiteres Projekt zu einem weiteres ergänzen. Und als ich mit denen da geredet habe, von Galanda Wind, wo ich die besucht habe, haben die gesagt, sie haben mit diesem Windkraftwerk null Probleme mit Vogelschlag. Also es ist ihnen noch nie aufgefallen, dass es Vogelschlag gegeben hat. Und darum das auch nicht ein Zeichen, dass es keinen Vogelschlag gibt, sondern dass es darauf ankommt, wo die Windkraftwerke stehen. Ob es Vogelschlag gibt oder nicht. Gut. Ich komme noch zu den gängigen Vorbehalten. Das sind die, die wir so gefunden haben, die wir ein bisschen recherchiert haben. Gängige Vorbehalte: Landschaftsbild, Vogelschlag, Lärm, Schattenwurf, Infraschall, Entwertung der Immobilien und sie sind nicht wirtschaftlich. Und da möchte ich jetzt gerne einfach einzeln noch etwas dazu sagen. Zuerst zum Landschaftsbild. Klar, in ganz sensiblen Landschaften machen wir keine Windenergieanlagen. Das ist klar. Bei anderen Landschaften, das Landschaftsbild, klar, das ist subjektiv. Es gibt solche Leute, die sagen, ah, mich stört das. Und es gibt andere Leute, die sagen, ah, ich finde das eigentlich noch durchaus passt in dem Sinne in die Landschaft rein. Ich gehöre jetzt eher zu der Zweiten. Ich finde, das ist, je nachdem wo, oder, kann das sehr gut in die Landschaft reinpassen und durchaus auch schön aussehen. Wichtig bei dieser ganzen Sache ist, es wird teilweise gesagt, das zerstöre Landschaften. Nein, also das ist definitiv falsch, weil es ist reversibel. Also falls wir dann in 50 Jahren in unserer Gesellschaft der Ansicht wären, nein, wir wollen das nicht mehr. In einem Monat ist es abgebaut. Also ein Windkraftwerk kann rückgebaut werden und dann sieht man genau gar nichts mehr. Dann hat es noch das Fundament und selbst das könnte man noch zurückbauen, wenn man will. Weiter glaube ich, gerade in diesem Landschaftseffekt, in dieser Landschaftsbildfrage, ist es eine ganz grosse Frage von Gewöhnung. Also was betrachten wir als normal? Wenn wir keine Autobahnen hätten und keine Strassen, und man würde jetzt anfangen mit Autobahnen und Strassen, dann würde man auch sagen, spinnt eigentlich die Landschaftsverschandlung? Und heute ist es natürlich eine ganz grosse Normalität und darum wehren sich die Leute nicht, dass es die Autobahnen entsprechend gibt. Gut, dann Vogelschlag habe ich schon erwähnt. Das ist ein lösbares Problem im ökologisch gesehen, wenn wir das anschauen, also auch mit BirdLife, mit den Umweltverbänden. Ich diskutiere das mit ihnen. Wir müssen schauen, wie finden wir Lösungen, dass wir es nicht dort machen, was besonders gravierend ist. Aber im Vergleich zu den anderen Todesursachen und Problematiken für Vögel fallen Windkraftanlagen nicht gross ins Gewicht. Lärm habe ich schon gesagt, wenn es windstill ist, dann hört man gar nichts. Es ist nicht gravierend, aber es ist etwas, was wir in der Planung beachten müssen. Darum kann man ein Windkraftwerk nicht gerade neben das Haus anstellen. Dann Schattenwurf ist ein wichtiges Thema. Schattenwurf ist natürlich darum ein Problem, weil wenn Sie einen konstanten Schatten haben auf Ihrem Grundstück, dann stört Sie das nicht. Aber das Windkraftwerk trüllt ja und jetzt hätten Sie eine Art wie einen Stroboschatten. Also es geht, ein Schatten kommt, ein Schatten geht. Und das kann sehr störend sein. Jetzt in der Schweiz gibt es bezüglich dem Schattenwurf keine gesetzliche Regelung. In Deutschland gibt es eine. Und die Regelung in Deutschland ist, dass im ganzen Jahr darf man nicht mehr als 8 Stunden flickernden Schattenwurf haben. Und wenn es in dem Sinn länger gibt, dann müsste man die Windkraftwerke halt einfach, die Windanlage einfach abschalten. Also das ist möglich. Und das ist auch das, was die EKZ macht im Projekt Thundorf in Thurgau, das ich schon erwähnt habe. Sie sagen, weil es keine Regulatorien gibt in der Schweiz, übernehmen sie einfach die Deutschen und sagen, ja, wir halten uns auch die 8 Stunden. Und dann wird dann genau berechnet, wann in welcher Jahreszeit hat es wie viel von diesem Schattenwurf und man tut das so optimieren, dass das eingehalten ist. Eben wenn nötig, sogar mit Abschaltungen. Und 8 Stunden pro Jahr, also man sieht auch, das ist sehr ein tiefer Wert aus meiner Sicht, weil 8 Stunden pro Jahr ist dann doch relativ wenig. Gut, Infraschall, das ist spannend. Infraschall, also vielleicht sehr physikalisch, also das ist nicht, das gibt es. Infraschall ist Schall, den wir nicht hören. Also Schall, der eine tiefere Frequenz hat als 20 Hertz.
Und jetzt gibt es da gewisse Kreise, die sagen, ja, Infraschall, das sei ganz schlecht für die Gesundheit des Menschen. Und das ist wichtig, wenn man das nachverfolgt, wo kommt dann die These her, Infraschall ist schlecht für die Gesundheit? Es kommt aus einer Studie vom Bundesamt für Geowissenschaften und Rohstoff aus 2004. Und die haben das tatsächlich gezeigt, dass es da einen riesigen Schalldruckpegel an Infraschall gibt. Und wenn man das genauer angeschaut hat, nachträglich merkt man, die Studie ist komplett falsch. Und zwar nicht ein bisschen, sondern komplett. Und zwar, sie haben einen ganz grossen, gravierenden Rechenfehler gemacht und darum um viele Zehnerpotenzen das zu hoch eingeschätzt. Also die Infraschallthese, die ist schlichtweg falsch. Und wenn man das heute anschaut, muss man sagen, nein, es gibt keinerlei, auch noch geringste Evidenz, dass Infraschall von Windanlagen in irgendeiner Art und Weise gesundheitsgefährdend sind. Immobilien, Entwertung von Immobilien, ist ja immer wieder ein Thema. Da gibt es eine Untersuchung von Wüstpartner, wo ja ein bekannter Name ist. Die haben untersucht, gibt es Wertminderungen aufgrund von Windanlagen, wo Immobilien in der Nähe sind, und sie haben dort keine Wertminderung festgestellt. Also auch da kann man vermutlich gewisse Entwarnung geben. Dann die Wirtschaftlichkeit am Schluss. Ja, das kommt natürlich sehr darauf an, auf die Strompreise. Bei den Strompreisen, die wir aktuell sehen, wäre natürlich ganz vieles wirtschaftlich. Das ist am Schluss aber nicht das Problem von uns, sondern das ist das Problem vom Anlagebetreiber. Ich komme zum Fazit. Windenergie bringt saubere Energie aus der Region, die einen wichtigen Beitrag leisten für die Versorgungssicherheit in der Schweiz, im Kanton Zürich und vor allem insbesondere im Winter. Und wie wir es schon beim Stromsparen sagen, sagen wir es auch beim Stromproduzieren. Jede Kilowattstunde zählt. Damit wäre ich am Schluss von meinen Ausführungen. Danke vielmals und bin jetzt natürlich selbstverständlich bereit, um noch Ihre Fragen zu beantworten. Bitte. Müssen die Gemeinden zustimmen für eine Windanlage auf ihrem Boden? Jetzt nach aktuellem Stand gibt es wie zwei Varianten. Also man könnte einen kantonalen Gestaltungsplan machen oder man könnte einen kommunalen Gestaltungsplan machen. Also bei einem kommunalen Gestaltungsplan gibt es eine Zustimmung von der Gemeinde, bei einem kantonalen Gestaltungsplan nicht. Und bei dem, wo man jetzt plant, bei einem kantonalen Plangenehmigungsverfahren oder irgendetwas, das in diese Richtung geht, ist eine Zustimmung von der Gemeinde nicht nötig, sondern es läuft nur über den Kanton. Das wäre dann vergleichbar mit einem Strassenbauprojekt, was aber nicht heisst, dass man die Gemeinde nicht mit berücksichtigt. Also das ist mir wichtig. Also Mitwirkung und Abstimmung ist nicht das Gleiche. Also ich mache einfach ein Beispiel. Im Bau von Kantonsstrassen ist auch der Kanton abschliessend zuständig. Wir bauen es, die Regierung setzt das Projekt fest und dann kann man es anfechten vom Verwaltungsgericht und noch vom Bundesgericht. Und dann ist es fix. Und für Windenergie könnte es in eine ähnliche Richtung gehen. Wir tun aber wegen dem bei der Kantonsstrasse nicht einfach sagen, wir machen, was wir wollen und dann den Rest kann man juristisch klären, sondern wir haben aufwendige Projekte. Einfach ein Beispiel, das Projekt Neracher Ried führt die aktuelle Strasse durch das Neracher Ried durch, wo wir an die Seite vom Moor verlegen. Ganz viele, ganz komplexe Fragen bei diesem Strassenbau. Da haben wir intensive Workshops mit den Gemeindevertretern, mit BirdLife jetzt in dem Fall auch, wegen dem Neracher Ried, wo wir sie stark mit einbeziehen für die Lösungsfindung von so einem Projekt. Also die Gemeinden reden mit, sie sind am Tisch, wir machen dann ein Dialogverfahren auf Augenhöhe, aber nachher dann der juristische Prozess, der läuft über den Kanton. Ja, bitte. Noch wegen dieser Folie Seite 15, vielleicht können Sie uns die noch mal zeigen, bitte. Oho. Jetzt hat es keine Nummer mehr. Wo sind wir? Sie sagen einfach Stopp. Ja. Ups. Flugverkehr. Das ist der Planungsstand heute mit diesen 46 potenziellen Gebieten. Moment, ja. Können Sie uns die Gebiete konkret benennen? Können Sie uns da eine Liste machen, damit wir einfach wissen, wo? Weil da, also geografisch kenne ich mich schon ein bisschen aus. Es ist ein bisschen schwierig. Man sieht da die einzelnen Regionen nicht so gut. Wir haben das Dokument, können wir Ihnen sehr gerne abgeben, wo dann auch noch ein Name drauf ist, wo man sieht, wo das ist. Weil da sehen wir jetzt ja nicht mal die Ortschaften richtig. Also gehen Sie da jetzt ab, können Sie da gerade jetzt zeigen? Weil dann vielleicht habe ich dann noch mal eine Frage. Willst du es gerade verteilen? Ja, bitte. Sie doch da. Genau. Weil das ist ja noch entscheidend. Oder? Ja, das ist selbstverständlich, genau.
Gut, und da die, ah, jetzt sieht man es gut. Genau, jetzt ist es, an, jetzt ist es angeschrieben. Gut. Darf ich auch noch eins noch? Gut, danke. Genau, da haben wir jetzt noch die einzelnen Bezirke drauf. Da sieht man ein bisschen besser, wo das ist. Sie sind nummeriert. Sie werden auch nachher im Richtplan natürlich nummeriert sein, dass jeder einen Namen bekommt, dass man genau sieht, wo das die sind. Und wichtig ist jetzt einfach, das ist jetzt noch nicht fix und genau so kommt es, sondern wir starten jetzt Diskussionen, wir machen jetzt die Ämtervernehmlassung. Jetzt gibt es da Rückmeldungen zu jedem einzelnen von diesen 46 Standorten und die werden vielleicht noch ein bisschen angepasst, vielleicht muss man das Gebiet noch ein bisschen verändern, vielleicht fällt einer weg. Theoretisch ist auch möglich, dass noch einer dazukommt, das ist wahrscheinlich eher ein bisschen weniger wahrscheinlich, aber das ist theoretisch auch möglich. Also jetzt starten wir die Diskussion und eben weiter auch mit den Gemeinden, dass man das weiterentwickeln kann. Aber Sie haben ja schon bereits mit der Gemeinde geredet. Genau, wir haben schon mit der Gemeinde geredet. Gibt es auch irgendeine Gemeinde, die gesagt hat, ja, wir wollen die? Kann ich vielleicht auch noch sagen, wir haben hier anwesend Sascha also Gerster. Von der Gemeinde, die gesagt hat, ja, wir wollen Windräder. Ja, wir haben anwesend Sascha Gerster und Michael Landolt vom ARE, Sascha Gerster vom AWL. Vielleicht kannst du noch geschwind, muss man den Knopf drücken, hört man es gerade automatisch. Also wir haben tatsächlich eine sehr gute Stimmung gehabt im Anlass. Und wir haben einen Workshop gemacht mit verschiedenen Tischen. Und in diesen Tischen war am Schluss bei der Umfrage gesehen, also Windenergie, das ist etwas Gutes und das wollen wir unterstützen. Es gibt jetzt schon die ersten Gemeinden, die gesagt haben, sie würden die Planungen mitnehmen in die Energiekommission und die Sachen genauer anschauen, dass sie wie so eine Art mitplanen können, also die effektive Mitwirkung in dem Ganzen. Vielleicht politisch gesehen, aus meiner Sicht hat sich das jetzt schon stark verändert. Jetzt im letzten Jahr sicher noch mal stärker, aber vor 10 Jahren wäre jetzt so eine Windenergieplanung wahrscheinlich noch etwas anderes gewesen, weil man gesagt hat, ja, für was braucht es das? Ich glaube, die Energiekrise, die Klimakrise, die Dekarbonisierung merke ich schon in der Diskussion mit Leuten, auch mit Leuten aus der Gemeinde, mit Gemeindepräsidenten, dass sich da in der Haltung etwas verändert hat, dass man sagt, ja, die Zeit ist reif, wir müssen etwas machen. Und natürlich gibt es dann die, die sagen, ja, das ist jetzt nicht unbedingt schön, das ist wie eine Hochspannungsleitung, wo es viele Masten braucht oder so für die einen, wo man aber sagt, ja, das ist eine Abwägung und wir finden es aber gut, wir wollen einheimische erneuerbare Energie. Und das ist also auch bei den Gemeinden so, aber wenn sie lange suchen, finden sie sicher auch Gemeinden, die dagegen sind. Ja, also, ja, wir haben 160. Ich könnte sonst noch fragen, aber ich habe sonst noch eine Frage zu der Folie 23. Jawohl. Die Anlagen, die Sie hier vorschlagen. Moment, jetzt müssen wir zuerst mal unsere Folie haben. Also das wäre 46, Energieertrag von diesen Anlagen, ja. Also 9 Gigawattstunden. Aha, das sind die weiteren, beim grössten Vergleich. Ja, ich habe andere Zahlen. Ja. Auf den Kanton Zürich bezogen. Ja. Jeder da? Ja, also Sie behaupten, dass eine Windenergieanlage im Kanton Zürich 9 Gigawatt pro Jahr bringt. Ja, Sie können damit zusammenrechnen. Das ist jetzt es gibt einfach andere Zahlen. Ich weiss nicht, auf was Sie sich stützen. Aha, das ist ein bestimmter Bautyp, den wir jetzt hier haben. Ich weiss nicht, wie der genau heisst. Der produziert ungefähr 9 Gigawattstunden pro Jahr. Also es gibt jetzt gerade Thundorf EKZ sagt, sie rechnen mit 10 Gigawattstunden pro Jahr pro Windkraftwerk. Sie haben dann dort 8 Windanlagen selber. Es gibt dann gesamthaft 80. Natürlich kommt es noch ein bisschen darauf an, wie viele Volllaststunden das man hat und wie hoch das die Windgeschwindigkeit ist. Und darum, wenn Sie jetzt die gleiche Anlage in der Nordsee aufstellen, also dann haben Sie signifikant mehr. Sascha, erst, willst du noch etwas ergänzen? Ich wollte das Beispiel mit Thundorf bringen. Aber jetzt sind wir bei 10 Gigawattstunden in dieser Grössenordnung. Und ja. Wir sind jetzt da mit 9. Also, was haben Sie für Zahlen? 6 Gigawatt, 7 höchstens. Energiestiftung Schweiz. Ja, ich müsste jetzt auch hier schauen, aber da wundert mich einfach, dass ihr einfach immer höhere Zahlen gebt, als aktuell da sind, oder? Also ich müsste jetzt in meinen Unterlagen vorsichtig sein, eben, das ist, und darum habe ich das gesagt. Tiefer, das würde ja noch bedeuten, dass es viel mehr Windräder braucht, oder? Es ist ja immer die Frage, wie viele Windräder wollt ihr denn bauen im Kanton Zürich? Das ist genau der Punkt. Jetzt sind es ja 120. Das ist genau der wichtige Punkt und darum habe ich das hier gezeigt mit der Grösse. Wenn Sie Zahlen haben und die sind nur schon 5 Jahre alt oder 10 Jahre alt, sehen die ganz anders aus pro Windkraftwerk, weil wir in den letzten 10 Jahren gigantische Fortschritte hatten in der Technologie. Und wenn Sie jetzt hier sehen, von 108 auf 140 Meter,
Also wenn die etwas grösser werden, sieht man das gar nicht so stark. Aber wenn eine Windanlage grösser wird, wird sie überproportional leistungsfähiger. Und darum ist es da, wo man da sieht, also von 108 auf 140 Meter, die ist nur 30% höher, sie macht aber 2,3 mal so viel, also 130 mal mehr Energie. Und das ist das, was es ausmacht, dass man dann pro Wind, man kann nicht sagen, was ist eine Windanlage, weil pro Windanlage kommt es sehr, sehr darauf an, wie gross die ist. Wenn sie noch ein bisschen grösser ist, hat sie gerade signifikant mehr Leistung und dann produziert man signifikant mehr Wind, mehr Strom dann über das Jahr. Eben, es kommt dann auch darauf an, wie viel Wind es darum kann man es nicht so eins zu eins vergleichen. Ein Standort im Jura gibt vielleicht ein bisschen mehr Windstrom als ein Standort bei uns. Nehme ich jetzt einmal an, ich habe keine detaillierte Kenntnis, aber ich nehme mal an, dass es dort noch ein bisschen mehr windet. Also dann hat man mit der gleichen Leistung noch ein bisschen mehr Strom. Aber im Grundsatz, dass das so ist, also schon seriös, wo man da kann sagen, für die Windkraftverhältnis. Aber auch da kommt es natürlich dann wieder darauf an, welchen von diesen Standorten dass sie genau auswählen. Bei einem sind es dann vielleicht nur 8 Gigawattstunden und bei anderen sind es vielleicht 10 Gigawattstunden. Aber das so ein bisschen sollte in der Range vielleicht sein. Ja, Herr Geisler. Wieso kaufen wir die Kapazität nicht einfach ein, im Wallis, sagen wir, oder eben in der Nordsee? Warum der Zwang, dass wir das jetzt hier im Kanton Zürich bauen müssen? Ja, also das ist eine Frage, die wir gerade jetzt häufig diskutieren, gerade wenn es darum geht, um die AXPO. Wird viel gesagt, ja nein, die AXPO, wir wollen natürlich nicht, dass die in Norddeutschland Windkraftwerke baut, weil das nützt uns ja gar nichts, wir wollen den Wind bei uns selber. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, dann, wenn es einmal könnte knapp werden mit dem Import, dann sind wir froh, wenn wir die Windanlagen selber haben. Das ist so ein bisschen, das ist eine Betrachtung, wo viele sagen. Ich muss sagen, natürlich können wir Strom importieren und ich glaube auch, dass das in Zukunft möglich sein wird. Im Gesamten bin ich aber froh, wenn wir eine Stromerzeugung haben, wo wir so viel wie es geht, so viel wie sinnvoll ist, können selber produzieren, dass wir nicht zu grossen Teil abhängig sind von Stromimport. Wie wenn man jetzt das sieht, die Betrachtung von der AXPO, die ich vorher gezeigt habe, wenn man zu wenig zubaut, heisst das fast automatisch, dass man viel mehr muss importieren und dann ist man halt von Stromimport stärker abhängig. Aber und die Frage zum, ja. Quasi, sollte man nicht mehr im Wallis, ist für mich nicht ein Oder, sondern ein Und. Mhm. Also ich sehe die Energieherausforderung in der Schweiz als sehr gross an. Und mein Eindruck ist, dass man es bisher in der Politik zu wenig ernst genommen hat. Jetzt einfach, ich sage jetzt mal grob die letzten 10 Jahre. Aktuell ist so die Aufmerksamkeit und so das Bewusstsein für Energie sehr stark gestiegen. Also jetzt habe ich das Gefühl, im Nationalrat haben wir gemerkt und im Ständerat, ah doch, es muss etwas passieren. Ich bin da sich mir tatsächlich zu wenig ernst genommen, weil es einfach weil es sehr gravierende Auswirkungen haben, wenn wir zu wenig haben. Und die Lücke zu füllen, die da klafft zwischen dem Mehrverbrauch und dem Wegfall von der Atomkraft, ist technisch herausfordernd. Und darum, aus meiner Sicht, kann man auch nicht sagen, ja, machen wir jetzt Photovoltaik oder Wind. Sagen wir, machen beides. Und von dem, ich meine, wie viele von diesen Standorten am Schluss können auch realisiert werden, das ist jetzt natürlich offen. Aber wenn du eine Anschlussfrage darfst, stell einfach die Milchbüchli-Rechnung, oder? Die 120 Anlagen in 20 Jahren, das sind also 6 pro Jahr, müssen wir bauen, alle 2 Monate eine in den nächsten 20 Jahren, ab 2030. Ist das realistisch? Ja, ich denke, also rein baumäßig ist das komplett realistisch. Der Bau eines Windkraftwerks geht so ungefähr Pi mal Daumen, etwa einen Monat. Also natürlich das Fundament vorher, das man noch machen muss, aber dann das geht relativ zügig. Das ist sicher nicht das Kritische. Schwieriger am Ganzen ist der juristische Prozess, bis man so weit ist, dass man bauen darf. Also wenn man es einmal hat, wenn man eine Baubewilligung hat, ist das wahnsinnig schnell aufgestellt. Also dann könnte man in sehr kurzer Zeit sehr viel machen. Bis man dorthin kommt, das ist schwierig. Und wie weit das man kommt mit denen, wie viel das man dann machen können mit diesen neuen Bewilligungsverfahren, ist jetzt natürlich noch schwierig, um das jetzt schon zu sagen. Ich bin mindestens der Ansicht, massiv beschleunigen sollten wir es können. Wie schnell das nachher geht, da wage ich jetzt keine Prognose. Ja, bitte. Joho, schon aus Nachrichten. Sie haben ja von dem Infalanskredit für Gemeinden. Jetzt aber auch, das ist meine Anschlussfrage, jetzt, die vorhin schon gestellt worden ist, hat es auch negative Rückmeldungen gegeben, also Gemeinden, wo es die jetzt heute ausschliessen oder wo sich streben dagegen? Also jetzt so Fundamentalwiderstand nicht, aber durchaus kritische Stimmen. Vielleicht kannst du Sascha noch etwas dazu sagen. Ja, es hat natürlich beides gegeben. Also es hat Gemeinden gegeben, die eher kritisch sind und Gemeinden, die positiv sind, wobei tatsächlich überwiegend positiv, also weniger kritische Stimmen aus der Gemeinde müssen. Aber also ich erwarte grundsätzlich schon, das wird eine kritische Diskussion. Es ist bekannt, es gibt Leute, die stehen Windkraft sehr negativ gegenüber. Es gibt einige, die sind kritisch, es gibt einige, die sind ein bisschen positiv, andere sind sehr positiv.
Das ist auch der Grund, warum also ich erwarte, dass es kontrovers ist. Darum platziere ich das auch jetzt schon, bevor wir mit der fixfertigen Richtplanvorlage kommen, dass die Diskussion auch kann stattfinden kann und wir noch können, die Gespräche und den Dialog führen und je nachdem noch Anpassungen machen. Aber klar ist, das Landschaftsbild, das ist immer eine subjektive Frage. Die einen finden es immer ästhetisch, andere finden es sehr, sehr schlimm. Das ist aber in dem Sinne okay für eine Demokratie, dass wir das so diskutieren. Also ich möchte auch noch anhängen, da, weil man kennt im Kanton Schaffhausen ja den Fall von Himmishofen, wo der Kanton möchte auf dem Gelände Krobach eine Windkraftanlage bauen und die Gemeinde strebt sich vehement dagegen. Bislang. Also ja. Geht es nicht auch im Kanton Zürich vielleicht mal so weit, dass der Kanton muss die Gemeinde überstimmen oder die Windkraftanlage aufzwingen? Ja, aufzwingen ist jetzt ein sehr gemeines Wort. Wir haben Planungsverfahren, die kantonal sind, eben wie Kantonsstrassen, wo es auch nicht eine Gemeindeabstimmung gibt, oder ein Kieswerk, wo es keine Gemeindeabstimmung gibt, oder eine Deponie für Inertstoffe oder zum Beispiel, da gibt es auch keine Volksabstimmung. Da sagt man einfach, das ist ein kantonales Interesse und dann gibt es ein kantonales Verfahren. Aber natürlich, man tut die Gemeinden mit einbeziehen. Und so etwas ist durchaus möglich für Wind, ja. Weil ich glaube, das Problem ist eben auch, wenn man sagt, also eine lokale Abstimmung, da stimmen eigentlich immer die Falschen ab. Weil das Windkraftwerk steht dann nicht selten an der Gemeindegrenze. Und dann stimmen die ab, die es vielleicht weniger sehen. Ich glaube, in Schaffhausen ist es glaube auch so ein Fall. Also wo es dann die anderen, die es eigentlich mehr sehen, sind eigentlich die in der Gemeinde nebendran. Also darum auch das ist relativ schwierig. Aber zu der Abstimmung selber. Ich rechne jetzt, ich habe gesagt, wir haben jetzt so einen Auftrag, ich habe einen Auftrag erteilt, um eine Gesetzesvorlage erarbeiten. Und wenn dann die Gesetzesvorlage so kommt, wie ich das plane, was ich jetzt natürlich noch nicht weiss, aber dann kann dann zu dieser Gesetzesvorlage auch ein Referendum ergriffen werden und dann kann also die Bevölkerung auch grundsätzlich über die Frage entscheiden, Wind ja oder nein. Ich meine, das ist jetzt noch weit in Zukunft, oder? So weit kann man jetzt nicht rausplanen, aber es gibt also dann auch Möglichkeiten. Das ist mir durchaus auch wichtig, weil das Richtplanverfahren ist nicht referendumsfähig, einfach, dass man das noch so kann. Weil die Richtpläne sind generell nicht referendumsfähig. Ja, bitte. Wie viele Standorte glauben Sie, kommen durch von diesen 46? Was ist das ist jetzt die schwierigste Frage von heute. Ich wage keine Prognose. Das ist ganz schwierig zu sagen. Also, weil das hängt, glaube ich, wirklich auch davon ab, jetzt, wie sich das weiterentwickelt mit der Diskussion in der Bevölkerung, mit den Gemeinden, mit den Naturverbänden. Also, ich wage da keine Prognose. Das ist, wir zeigen auf, was ist möglich und wir schaffen die Bedingungen. Am Schluss ist es auch nicht der Kanton selber, der Windkraftanlagen realisiert, sondern es wird irgendein Energieversorgungsunternehmen sein. Und wir schaffen in dem Sinne Möglichkeiten. Mehr als das können wir nicht. Ja, bitte, Nico. Jetzt beim Solar gibt es ja neben so riesigen Anlagen, kann man ja einfach ein Panel aufs Dach tun. Gibt es beim Wind vergleichbar? Es hat gerade mal einen Test gegeben, irgendwie an einem Kamin vor oder etwas, was man an einem Hochhaus könnte machen könnte, und dann würde ich lokal und unsichtbar quasi oder weniger sichtbar Strom produzieren. Das gibt es schon, ich habe das auch schon gesehen, also kleinere Anlagen, die man irgendwo auf Hausdächer machen kann. Aber wenn man jetzt die Skalierungsfrage von vorher anschaut, bin ich einfach aus einer technischen Sicht der Ansicht, dass sich das einfach nicht lohnt. Einfach weil die Windgeschwindigkeiten, die wir an einer Hauskante haben, sind so viel tiefer. Und die Fläche, die man fassen kann, sind so viel kleiner als bei einem grossen Windkraftwerk, dass es sich einfach nicht lohnt. Das ist bei der Solarenergie komplett anders. Bei der Solarenergie produziert ein Modul auf einem Dach genau gleich viel Strom wie ein kleines Modul in dem Sinne in einer ganz grossen Anlage. Also das geht 1:1 proportional mit der Fläche bei der Solarenergie. Bei Windkraft ist es stark überproportional mit der Höhe. Rheintower oder so, auf den Hochhäusern zuoberst, würde das nicht müssen, der Wind, müsste wieder mehr winden, würde das auch nicht bringen. Rein technisch, ich habe das auch schon gesehen, Hochhäuser in Kombination mit Wind. Für uns da ist es jetzt kein Thema, weil wir glauben, das ist nicht bewilligungsfähig aufgrund des Lärmschutzes. Aber also ich würde jetzt da nichts ausschliessen. Bei uns, wenn man jetzt die Karte anschaut, das ist natürlich in Zürich nichts, weil überall dort, wo erstens schon bebaut ist, wo es gar keinen Platz hat, um etwas zu bauen, oder wo es einfach da haltet dann die 300 Meter Abstand nicht ein. Oder das ist eigentlich dort jetzt mal für die Betrachtung, die wir jetzt haben, das Ausschlusskriterium. Ja, das ist richtig verstanden, wegen dem politischen, wegen dieser Gesetzesänderung. Also die Idee ist, also aktuell kann eine Gemeinde ein Referendum ergreifen gegen eine Anlage
Und das soll nachher nicht mehr möglich sein. Man kann zwar über die Gesetzesänderung per se ein Referendum ergreifen, aber nachher ist die Idee, der Kanton erteilt grundsätzlich Bewilligung und die lokalen Leute, die haben nichts mehr zu sagen. Ist das korrekt? Sie haben nichts mehr zu sagen. Wir machen natürlich immer entsprechende Planungs- und eben Mitspracheverfahren und so weiter. Also Mitwirkung ja, aber es gibt keine Abstimmung. Das zumindest nach was meine Absicht ist. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man sagt, dass immer noch ein lokales Referendum möglich ist. Also, da müssen wir dann schauen, was gesetzlich sinnvoll ist in der Abbildung von dem Prozess. Das Hauptziel ist, um es zu beschleunigen. Und mit einem kantonalen Verfahren könnte man es sehr stark beschleunigen. Auf Kosten von der demokratischen Mitsprache lokal. Das kann man durchaus so sehen, wenn man das so will sehen, ja. Aber wie gesagt, das ist, durch das, dass es sehr hoch ist, ist es häufig dann die es auch betrifft, die können demokratisch schon heute nicht mitreden. Also das ist auch in dem Fall, jetzt weiss ich nicht mehr, wie es heisst, in Schaffhausen mit diesen Windkraftanlagen, jetzt baut ja gerade Deutschland auf der deutschen Seite entsprechende Windanlagen und dort kann sich dann auch niemand mitreden. Also das ist in dem Sinne ein Trade-off, wo man ja sagt, das ist ähnlich wie eine Deponie, wo in dem Sinne auch keine Abstimmung möglich ist, es ist keine demokratische Mitsprache in dem Sinne möglich auf dem Gemeindegebiet, sondern wir sagen, das ist kantonales Interesse und darum muss man das auf kantonaler Stufe machen. Aber das kann man sehen, als dass das eine Beschneidung ist von demokratischer Rechte. Ja. Das hat analoge also, Endlager auf eine Art, oder? Ja gut, das Tiefenlager ist wie nochmal eine Stufe höher, weil das ist der Bund, der selbst Kantone übersteuert. Aber jetzt auch beim Tiefenlager ist es das so, dass wir ja stark einbezogen sind jetzt in diesem Verfahren und man natürlich auf unsere Bedürfnisse Rücksicht nimmt, aber am Schluss der Entscheid, ja, nein, kann nicht der Kanton Zürich fällen. Also, was ich jetzt auch auf dieser Stufe, wo ich jetzt ja selber in dem Sinn nicht kann mitbestimmen, gibt es ein Tiefenlager, ja oder nein? Finde ich das nachvollziehbar, weil sonst wäre es wie die Schwierigkeit, dann müsste man zuerst einen Kanton finden, der sagt, ja, wir sind bereit und nachher würde man dann das Tiefenlager bauen können. Und das wäre vom Prozess aus meiner Sicht jetzt da nicht sinnvoll. Also man muss halt auch schauen, auf welcher Stufe ist ein Entscheid am richtigen Ort. Ja bitte. Nochmal zum Anfang der Präsentation und den 7%, wo man berechnet hat, vom, wo kann der Strom abgedeckt werden durch Windenergie im Kanton Zürich. Ist das der Best Case? Ja. Das ist das Potenzial. Wir haben jetzt gesehen, unsere Berechnung, das ist 7%. Unsere Berechnung da ist 8%. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie Sie es jetzt genau anschauen. Vor allem auch, was ist der aktuelle Stromverbrauch. In dem Fall haben wir angenommen, dass der Stromverbrauch noch ein bisschen steigt. Aber das ist ungefähr der Best Case, sagen 800 Gigawattstunden. Das ist das, wenn man all die 46 Standorte nutzen kann und die 120 Anlagen realisiert. Mehr als das wäre dann also schwierig, dann bräuchte man nochmal zusätzliche Standorte. Also nach dem jetzigen Stand, sagen wir es mal so. Ja. Aber Quote hat es noch auch noch verbessert, wenn die Technologie besser wird in Zukunft? Ja, das können wir in dem Sinne natürlich nicht ausschliessen. Ja. Also wenn wir Windkraftwerke haben, die dann halt vielleicht anstatt 5 Megawatt 10 Megawatt haben, dann kann es natürlich sein, dass es durchaus auch noch mehr in dem Sinne nutzbar ist. Genau, also vom Ausschreiben, wir scheiden zum Standort aus. Eben, da ist jetzt auch noch nicht konkret, jetzt wie genau, wie viel Leistung und wie hoch sind denn die. Das ist noch, zum jetzigen Stand noch nicht fixiert. Das macht man dann erst im konkreteren Bewilligungsverfahren. Ja, wie es aussieht, sind keine weiteren Fragen da. Dann danke ich sehr herzlich fürs rege Interesse und stehe gerne auch bilateral für Interviews zur Verfügung. Besten Dank.